Hallo und herzlich willkommen zu Kunstorte, eine Aktion von Nordwärts. Ich bin Simi und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehme ich euch mit ins Westfälische Schulmuseum und im zweiten Teil dieses Videos erfahrt ihr, wie ihr mit ganz einfachen Mitteln witzige Buchstabenkunst machen könnt. Bleibt dran! Und jetzt geht's los mit dem Westfälischen Schulmuseum im Dortmunder Stadtteil Marten. Das Gebäude, in dem sich das Schulmuseum befindet, das ist wunderschön und auch ganz schön groß und auch ganz schön alt. Es stammt aus dem Jahr 1905. Das Schulmuseum bietet spannende Führungen und Aktionen, nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder ab dem Vorschulalter. Egal ob bei Kita-Führungen, Schulklassenführungen oder auch bei Kindergeburtstagen. Im Schulmuseum kann man entdecken, wie Schule früher war. Und ihr kommt ihr mit auf eine kleine Zeitreise? Wir reisen jetzt zurück ins Jahr 1905. Schule war ganz schön anders als heute. Mitten in der Ausstellung findet ihr einen Klassenraum aus dieser Zeit. Wer das Schulmuseum besucht, darf sich auf diese Bänke setzen und erlebt hautnah, wie sich Schüler und Schülerinnen wohl damals gefühlt haben. Hier seht ihr ein Schulklassenfoto und fällt euch etwas auf? Die Schüler und Schülerinnen sind ganz anders gekleidet als wir heute. Von wegen löchrige Jeans oder bauchfrei, sowas kam nicht in die Tüte. Die Jungs trugen damals Hosen mit Hemden und die Mädchen ordentliche Kleider. Wusstet ihr übrigens, dass es verboten war, dass Mädchen Hosen trugen? Heute unvorstellbar, stimmt's? Fällt euch noch was auf? Die Schulklassen damals, die waren auch ganz schön groß. Durchschnittlich waren 60 Kinder in einer Klasse. Manchmal sogar mehr. In der Schule galten strenge Regeln. Fleiß, Gehorsam, Disziplin. Das waren ganz, ganz wichtige Eckpfeiler. Lachen und sich gegenseitig helfen, Witzchen machen, das war verboten. So stand es sogar in manchen Schulordnungen. Die Hände der Kinder wurden morgens kontrolliert. Wer schmutzige Finger hatte, der musste sich an dieser Waschschüssel die Finger ordentlich säubern. Die Schüler, die durften nicht rumgammeln in ihren Bänken. Das alles war nicht möglich. Mit beiden Füßen musste man auf dem Boden stehen, die Knie rechtwinklig, die Sitzhaltung aufrecht. Betrat ein Lehrer oder eine Lehrerin morgens den Raum, dann mussten alle Schüler aufstehen und gleichzeitig Guten Morgen, Herr Lehrer, oder Guten Morgen, Fräulein Lehrerin sagen. Fräulein Lehrerin, woran lag das? Ein Fräulein ist eine unverheiratete Frau und die Lehrerinnen, die durften damals nicht verheiratet sein. Ganz schön gemein, oder? Und wenn der Lehrer eine Frage stellte, dann musste man sich melden. Auch das war geregelt. Alles im rechten Winkel. Ordentliche Sitzhaltung war klar. Eine Hand nach vorne macht man mit. Ein Ellbogen auf die Fingerspitze. Ein Zeigefinger nach oben. Wenn man drangenommen wurde, durfte man nicht einfach nur um die Lösung sagen. Es galt, neben seine Bank zu treten und im vollständigen Satz zu antworten. Was ist 7 plus 3? Herr Lehrer oder Fräulein Lehrerin, die richtige Antwort lautet 10. Erst wenn der Herr Lehrer oder das Fräulein Lehrerin Sätzen sagte, durfte man zurück in seinem Bank sitzen. Nein, nicht so, sondern natürlich aufrecht wie sonst. Und wehe dem, der nicht fleißig war, der Quatsch machte, der nicht gehorchte oder die Aufgaben nicht verstand. Dafür gab es früher Schläge mit dem Stock. Das ist heute verboten, keine Angst. Aber früher war diese Praxis durchaus üblich. Die Mädchen mussten ihre Finger vorstrecken und bekamen Schläge auf die Finger.
und die Jungs in der Regel auf den Po. Finde ich nicht richtig. Die Fächer Rechnen und Schreiben und Lesen, die gab es früher auch schon. Aber wie ihr seht, gab es damals eine ganz andere Schrift. Das ist die deutsche Kurrentschrift. Und ihr seht, dass manche Buchstaben ganz schön anders aussehen als die Buchstaben, die ihr so kennt. Das I ist ja noch ziemlich ähnlich. Aber ob man so einen Fließtext ohne weiteres lesen könnte? Da muss man sich ganz schön anstrengen. Fast wie eine Geheimschrift, findet ihr nicht auch? Hoch, runter, rauf, Pünktchen drauf. Die Kinder lernten ihre Buchstaben oft mit Sprüchen. Geschrieben wurde in der ersten Klasse auf Schiefertafeln mit einem Schiefergriffel. Diese hatten einen Vorteil, sie konnten immer wieder abgewischt werden. Man hat so also Hefte gespart. Später bekamen die Schüler auch Hefte. Geschrieben wurde dann mit einer Schreibfeder und Tinte. So eine Schreibfeder ist natürlich was ganz anderes als ein Füller. Denn aus dem Füller kommt gleichmäßig Tinte und man muss nicht nachladen. Die Schreibfeder selbst, die muss ständig neu getankt werden. Das war gar nicht so einfach, damit gleichmäßige Buchstaben zu schreiben. Immer wieder kam keine Tinte aus der Feder. Und manchmal konnte es auch passieren, dass zu viel rauskam. Und dann es einen Tintenklecks gab. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Entsetzen so ein Tintenklecks damals hervorrief. Denn ein Tintenkiller gab es noch nicht. Das gab Ärger. Heute lernen die Kinder die Buchstaben so. Wenn man sich die Geschichte der Menschheit und verschiedene Kulturen ansieht, wird schnell klar, dass Schrift viel Raum für Gestaltung lässt. Die alten Ägypter haben sich schon eigene Schriftzeichen ausgedacht. Die Keilschrift ist schon tausende von Jahren alt. Besonders gefallen mir auch die mittelalterlichen Initialen. Der erste Buchstabe eines Textes oder Textabschnittes wurde aufwendig verziert. Manche Sprachen und Kulturen haben eigene Schriftzeichen. Hier seht ihr zum Beispiel chinesische Schriftzeichen. Aber es gibt auch russische, griechische oder arabische Schriftzeichen. Nicht zu vergessen die Blindenschrift oder auch Brailleschrift. Unterschiedlich große Punkte werden in unterschiedlichen Anordnungen von hinten ins Papier gedrückt. Mit den Fingerspitzen kann man diese Schrift lesen. Wusstet ihr, dass moderne Künstler wie Paul Klee Schriftzeichen in ihren Kunstwerken verwendet haben? Und bis heute entwerfen Designer immer neue Schriften. Und Autoren wie Paul Maar erfanden sogar witzige Buchstabenspiele. Ihr sagt, die 1 zu ihrem Spiegelbild, rück mal näher. Oder die 6 trifft die 9 und fragt, machst du eigentlich immer Kopfstand? Und wie wäre es, wenn wir heute auch unsere eigenen Buchstaben erfinden würden? Einfach so. Es kann eine witzige, lustige, ausgefallene, schiefe und krumme Schrift werden. Und wir probieren uns einfach aus. Seid ihr dabei? Ihr könnt übrigens jederzeit die Pause-Taste drücken, wenn es euch mal zu schnell geht. Wir starten mal mit dem Buchstaben A. An was erinnert mich das? Mich persönlich erinnert es jetzt einfach an einen hohen Berg. Nehmt ihr noch ein bisschen Wasserfarbe dazu. Geht in grün und malt unten noch die Wiesen aus. Ein Berg mit Schnee. Super. Was könnten wir denn aus dem Buchstaben B machen? Also ich mache da jetzt noch Beine dazu. Ein Stöckelschuh. Eine Hand. Und eine Frau. Warte,
ihr das Kleid noch ein bisschen bunt, dann habt ihr schon den Buchstaben B. Vielleicht fällt euch noch was zum C ein. Denkt mal an den Himmel, denkt an die Sterne. Dann haben wir hier einen schönen Mond. Dann haben wir hier den Buchstaben C. Und so könnt ihr immer weitermachen. Einfach so, was euch gefällt. Super! Es reicht auch, wenn ihr euren Vornamen schreibt oder auch nur einen Buchstaben. Wichtig ist, dass der Buchstaben witzig aussieht. Euren Ideen, sie sind keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt uns bitte einen Daumen hoch und teilt das Video mit euren Lieben. Was uns so sehr freuen würde, bitte schickt mir eure Bilder. Ich habe auf meiner Internetseite www.simonesonnentag.de einen Nordwärts-Upload-Button eingerichtet. Und auf diesem Button könnt ihr mit ganz wenigen Klicks die Fotos von euren Kunstwerken hochladen. Dann seid ihr dabei, wenn wir im Juni, Juli unsere große Nordwärts-Kunstausstellung haben. Die wird wieder online stattfinden auf der Seite von Nordwärts. Wir freuen uns über jede Zusendung, egal ob klein oder groß. Ich danke euch fürs Mitmachen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann geht's um das Naturmuseum in Dortmund. Bis bald, eure Simi. Tschüss.